Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder eine frisch gepresste Folge aus der Villa Möcki Deluxe Turbo. Heute haben wir Themen für euch frisch gepresst, ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Lufthansa bestellt Boeing 737 MAX 8 und Airbus A220-300. Also die City-Variante. Dann geht es weiter, Lufthansa muss das Angebot in 2024 ebenso reduzieren, wie es das schon getan hat. Dann hat Lufthansa eine Boeing bekommen, und zwar eine 787-9er. Im Gegensatz zu der 350er wird die nicht in der Wüste geparkt, sondern bekommt Allegris. Ja, muss nicht zum Doktor, ist Arzt, ist Allegris. Dann haben wir ein Thema, wo wir über unseren lustigen Toppi Manner reden, der wieder sein Programm, und ich hoffe, ihr habt das Interview mit Pekka Anttila gesehen, wo sie die Avios-Geschichte verschieben müssen. Ich werde euch sagen, was das bedeutet. Dann geht es weiter mit Qatar Airways, die einen YouTuber blockieren, zu fliegen. Ja, er ist blacklisted worden auf Qatar Airways und festhalten, Personal ist rausgeflogen und weiter festhalten. Man hat ihn versucht vorher aber noch zu bestechen. Eine klare, lustige Geschichte. Und dann haben wir nochmal eine Aktion aus der Welt der Meilen, der Punkte und des Status. Das ist NH Hotels, die haben dreifache Discovery-Punkte, die ihr bekommen könnt bis Februar 29. Ihr wisst ja, Februar hat einen Tag mehr als normal. Nächstes Jahr ist Schaltjahr. Und haben wir noch irgendwas für euch? Ja, Kanal abonnieren, Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren, Like, liken, liken, liken. Wie oft muss ich euch das sagen? Also, jetzt steigen wir doch direkt ein, weil ich muss gleich den Mietwagen abholen bei Sixt schön. Und dann geht es nämlich los und dann ziehen wir auch um ins Studio und dann kann ich auch eure Sendung regelmäßiger wieder machen, weil irgendwie das vom Setup nicht klappt mit der Zeit und im Studio. Ihr wisst, wie es ist, aber wir bauen hier Möcki Deluxe ein neues YouTube-Studio und morgen wird es die letzte Sendung geben, die aus dem alten Studio kommt. Also morgen nochmal eine sentimentale Runde zum Gas geben. Das erste Thema, das ist Lufthansa, Boeing 737 MAX 8. Ich glaube, ich war vom Glauben abgefallen, als der lustige Carsten S. aus M. gesagt hat, Lufthansa möchte Boeing 737 MAX 8er kaufen. Da sind mir so auch ein bisschen die Falten aus dem Gesicht entglitten. Und ich muss euch ehrlicherweise sagen, jetzt ist es fix. Und zwar, Lufthansa möchte wieder Kurz- und Mittelstreckenjets für die Lufthansa City ordern, hat 40 fest bestellt die 737 MAX 8. 40. Und jetzt festhalten, 60 Optionen. 60, also 100. Lufthansa will 100 737 MAX 8er haben. Und dann geht es weiter. Man möchte dann da steht leider keine Menge für die 220er, aber das finde ich viel schockierender mit der 737. Und da könnt ihr natürlich jetzt auch die Frage des Tages beantworten. Ich weiß, ich habe sie schon mal gestellt, aber 737 MAX 8 für Hansens, das ist doch Blasphemie. Also, ich bin mal gespannt auf eure Antwort. Ich meine, wir müssen natürlich sagen, dass 1968 Lufthansa zu den Großkunden der 737 gezählt hat. Man hat den Dackel in der Flotte gehabt und alles. Die Maschine ist ja dann ausgemustert worden. Carsten Spohr ist mit den Blumen gekommen, war ja alles bekannt. Und da bin ich mal gespannt,
ob da die Zeiten bei Lufthansa so richtig gesetzt sind. Jetzt habe ich auch die Zahl gefunden, 40 A220-300er sind bestellt worden mit 148 Sitzplätzen, die ab 2026 über 5 Jahre in die Flotte dazustoßen. Und die ganze Bude heißt dann ja auch mit dem Logo drauf Lufthansa City Jet. Bin ich mal gespannt, was da passiert. Dann muss man halt wirklich gucken, wie man da weiter verfährt. Denn am Dienstag wurden dann weitere Optionen auf diese 220er gesetzt, 20 Stück, aber 40 Optionen auch auf den A320er Neo. Also das heißt, man hat den 320er nicht ganz abgeschrieben. Der Flottenvorstand Detlef Kayser mit AY, nicht wieder Kayser, hat dann natürlich eine Kehrtwende bei der ab 2027 eingeplanten Boeing mit künftiger höherer Flexibilität bei Flugzeugbestellungen gemacht. Heißt also, dass man wirklich von Airbus weggegangen ist. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, das macht Sinn, weil man natürlich bei den Freunden von Boeing damit Flexibilität hat, dass man nicht bei Airbus jeden Preis bezahlen muss, weil man bei Airbus nicht die Lieferzeiten hat. Ich habe eine Zahl gehört, dass wenn man heute Flugzeuge bestellt und keinen Slot hat, dann ist man Anfang der 30er Jahre. Wir haben also da noch 6 Jahre hin, mindestens, wenn nicht sogar mehr. Deshalb ist diese Boeing-Nummer natürlich für Lufthansa durchaus interessant. Und Lufthansa hat auch eine Flottengröße, wo man 2 Teilflotten da machen kann. Aber ist eine 737 MAX 8 Premium, ist das Deluxe? Eher nicht. Vor allem der Rumpf ist schmäler. Heißt also, die Kabine ist wieder. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet und vor allem, ob die Freunde von Boeing endlich mal ihr Produkt in den Griff bekommen, dass man da nicht so viele Schmerzen hat. Wer auch Schmerzen hat, ich habe aber wirklich lange über Boeing geredet, ne? Wer auch Schmerzen gehabt hat, das ist Carsten Spohr, der halt gesagt hat, wir müssen das Angebot ausdünnen bei Lufthansa. Man hat nicht genug Flugzeuge, man hat aber eher nicht genug Personal, dass man das fliegen kann. Heißt also, dass man den Flugplan reduziert. Ganz einfach deshalb, weil die Lieferschwierigkeiten der Flugzeughersteller bei neuen Maschinen und vor allem auch bei Sitzen, ihr wisst ja, Allegris kommen nicht wegen den Sitzen, weil ich weiß nicht, wie lange Allegris schon in der Planung ist. Und dass man da halt wirklich über jedes Jahr fehlen rechnerisch 20 der 450 Flugzeuge vom Muster A320neo. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 40. Entschuldigung, 20. Und dann nach 2 Jahren sind es 40. Also das heißt, dass diese Flugzeuge fehlen. Und das wird wahrscheinlich auch mit der Grund sein, warum man die 737 MAX 8er bestellt hat. Auch ist es natürlich so, die 350-900, die nach Teruel geflogen ist, direkt aus der Wartungs- oder auf der Neuhalle nach Teruel in Parking. Das ist natürlich wegen dieser ganzen Geschichte unheimlich unschön, wenn man die Flieger braucht. Aber ich denke mal, dass es Fluggesellschaften gibt, die gerne Wetlease machen. Und es gibt ja auch 350er, die da kommen. Wie hießen sie nochmal? Waren das die so? Ich habe es gestern genannt in der Sendung. Ihr könnt es ja unten nochmal kommentieren, wer es war. Die halt die Flugzeuge von A350-900 auf 330er Neos umstellen, weil sie damit mehr Geld verdienen oder sonst was auf immer. Ich bin da mal wirklich gespannt, was ihr davon haltet und inwieweit wir dann als Passagiere da das Ganze wieder durch höhere Preise bezahlen müssen. Jetzt um 8 Minuten 18 in der Sendung haben wir auch ein Thema, auch Boeing. Die sind jetzt mit der ersten 787-9er aus dem Hangar gekommen, die für Lufthansa wirklich hergestellt ist. Denn die Flugzeuge, die sie jetzt haben, sind ja die Hainan-Buden, die auf Lufthansa gepimpt worden sind, die auch wirklich dann Allegris bekommen. Und der Flieger, festhalten, wird den Namen Frankfurt am Main tragen. Das heißt also, der A380er, der Frankfurt am Main hieß, Arrivederci, kein Frankfurt am Main mehr. Und das ist auf jeden Fall so, dass man jetzt dadurch das erste Flugzeug auch direkt mit Allegris ausstatten kann. Der 350er hat ja eine First Class, deshalb braucht man das bei der 787 nicht so zu machen, weil da kommt keine First Class rein, deshalb kann man das alles einbauen. Recaro kann die Sitze liefern, ich denke auch, dass ZIM vom Bodensee die Sitze liefern kann, aber die Rockwell Collins, wer waren das alles? Waren ja so viele Hersteller für die Business Class, dass man gar nicht mehr weiß, was damit passiert. Und natürlich, wenn diese Bude jetzt kommt, dann können die ersten 787er zu Austin rüber geschubbert werden. Und dann hat Austin auch 787 aus dem Premium-Bereich. Das nur so als Hinweis. Und wir haben auch etwas jetzt wieder aus dem Hause Finnair. Und bei Finnair ist es so, dass man dort bis zum 9. März erst anfängt, die neuen Awardcharts und Avios einzuführen.
Heißt, der lustige Ole Orwer, glaube ich, war es, der mir dieses geschrieben hat, hat geschrieben, dass man uns im Herbst schon erzählt hat, dass das neue Programm kommt, bla bla bla, laberababa. Aber das Programm wird erst zwischen dem 8. bis zum 11. März umgebaut. Also das heißt, wir werden diese Änderung im System ändern. Das dauert 4 Tage, bis das alles gemacht ist. Was heißt das für uns? Das heißt für uns, wenn wir uns das Ganze mal anschauen als, als Takeaway, dass die Awardcharts für alle, die in Finnland oder in Skandinavien oder in den Baltik oder alles das, was sie darunter zählen, ist ja im Prinzip sogar, glaube ich, Warschau ist ja auch noch irgendwie hier so in der Einzugsgebiet, ist absolut zum Kotzen, was im März kommt. Dann ist es so, wenn man von irgendwo anders einen Connecting Flight nimmt, von Deutschland, Berlin oder sowas, dann ist es immer noch 30% mehr oder 300% Avios, was man braucht, als im Vergleich zu vorher. Also es ist eine Katastrophe. Die Frage ist, ob Finnair nicht versuchen sollte, die Kunden eher, anstatt sie zu traumatisieren, mal zu gewinnen. Und ich meine, alle Änderungen, die sie gemacht haben, sind ja wieder zurückgenommen worden. Kabinengepäck, ja, Business Class, Check-in-Gepäck. Alles umgedreht worden, weil man festgestellt hat, alles, was sie im März gesagt haben, war doof. Und das muss man jetzt der Ehrlichkeit halber sagen, inwieweit jetzt da wirklich dieses ganze Thema dann geändert wird. Ich persönlich muss euch ehrlicherweise sagen, ich finde es negativ, wenn Loyalität nicht mehr belohnt wird. Und wenn man ehrlich ist, ist, dass man natürlich damit mit der Devaluierung des Finnair Plus Programms eher Leute auch noch in die British Airways Zone lockt, weil British Airways hat halt keine Minimum Requirements. Bei Finnair musst du 10.000 Euro für ein Platinum ausgeben, 30.000 für ein Lumo. Ich meine 3.000 für den Silber und für ein Gold, was glaube ich 6 oder so, ich weiß jetzt gar nicht die Zahlen. Brauchst du bei British Airways alles gar nicht. Also Finnair schneidet sich da ins eigene Fleisch und vor allem auch, dass sie ein Programm nehmen, wo sie kein Mitspracherecht haben. Sie sind einfach nur Passagiere. Ist im Prinzip so die Lot bei Miles & More, wenn man ehrlicherweise das sagt. Ja? Ich bin da mal gespannt, aber Finnair wird schon wissen, was sie tut. Und das muss man halt Topi Manner sagen, dass seine Ägide des hammerharten Sparens uns eher drangsaliert und eher abschreckt. So ist das. Und was auch spannend ist, ist, wenn man bei Qatar Airways guckt, die ja auch Avios haben, was unser lustiger, aber der Albaka ist ja weg, Akbar Albaka. Und zwar ist es so, dass ein YouTuber, der halt, ja, wie soll ich das sagen, Josh Cahill, er glaube ich, er spricht sogar Deutsch, ne? Also er hat ja einen deutschen Pass, wenn ich das richtig im Kopf habe, lebt auch in Dubai oder Abu Dhabi im Mittleren Osten. Und da ist es so, dass er ein Video veröffentlicht hat über Qatar Airways, wo er gesagt hat, the shocking decline of Qatar Airways, also der schockierende Untergang oder Untergang ist es ja eigentlich, von Qatar Airways. Und das Video hat wohl sehr viele Leute bei Qatar Airways wachgerüttelt. Und wenn man halt so die Kommentare liest, sind da viele Leute, auch Personal, die ein Problem damit haben mit Qatar Airways, was da für ein Decline unterwegs ist. Und darauf hat er halt aufmerksam gemacht. Was dann passiert ist folgendes, er wollte dann mit Qatar Airways von Abu Dhabi über Doha nach Kuala Lumpur, glaube ich, fliegen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Und er durfte nicht einchecken, weil Qatar Airways gesagt hat, darfst du nicht. Vorher gab es noch einen Call mit Marketing. Marketing hat ihm auch versprochen, wenn er das Video wegnimmt, dass er dann auch noch einen kostenfreien Flug von irgendwo nach irgendwo in der Welt haben kann. Bezahlt alles Qatar Airways. Lustig war bei dem Kommentar, dass er gesagt hat, er ist nicht Sam Chui. Ne? Nur so als Hinweis. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass natürlich da ein Problem ist. Weil er hat einfach gesagt, dass da mangelnde Hygiene war auf den Flügen. Von dem Flug von Colombo nach Doha. Dann war es so, dass das Interior von dem Flugzeug alt war. Dann hat er gesagt, dass das Video hat über 500.000 Views bis jetzt gehabt. Ich glaube, dass das beste Marketing war, was geben konnte, was die gemacht haben. Und dann ist es so, dass man das Personal gezwungen hat, ein Schreiben aufzusetzen, wo drauf steht, dass sie nicht eingewilligt haben, dass er filmt.
Man kann alles sagen, was man will, aber er fragt die Leute vorher. Er hat das auch auf Video, wenn sie ja sagen. Und er blurrt ja auch, wenn Leute nicht. Die sind ja alle froh, wenn sie bei ihm im Video auftauchen. Auch bei Sam Chui, die fangen ja an, die Füße zu küssen. Wir erinnern uns an den Lufthansa-Flug bei Business, in der Business Class und wo er in der First Class war, wo er ja fast einen Flugbegleiter nur für sich hatte. Und ja, Qatar Airways hat halt einfach gesagt, nö, das ist jetzt vorbei. Und interessanterweise, das Video ist nur in Katar gesperrt. Man kann es weltweit, kann man das Video aufrufen, aber in Katar kann man es nicht sehen. YouTube hat das Video auch nicht gesperrt weltweit, sondern hat da halt wirklich den Kampf der Meinungsfreiheit überlassen. Da könnt ihr auch nochmal schreiben, was ihr davon haltet. Geht nicht darauf ein, ob Influencer solche Flight-Reviews machen sollten oder nicht. Lasst es so sein, wie es ist. Ich persönlich habe mit einigen Probleme. Aber bei Sam Chui musste ich wirklich lachen, als er das sagte, dass er gekauft ist. Letztes Thema für heute, bevor ich euch entlasse und ich gleich den Mietwagen hole, um umzuziehen, um dann meine Sachen abzuholen aus dem alten Studio in die Villa Premium Deluxe Möcki. 15,48 ist schon wieder länger geworden, als ich dachte. Haben wir noch eine Aktion, und zwar NH-Hotels geben dreifache, wie heißen die nochmal, Discovery Dolores, Dollars, in Europa vom 1. Januar bis zum 29. Februar. Heißt also, wenn man einen Status hat von Silber, kriegt man 4% plus 8% Bonus, sind 12%, oder maximal als Titanium 7 plus 14 sind 21. Hotels, die daran teilnehmen, sind Anantara, Avani, NH und Tivoli Hotels, also sind sogar mehr. In Deutschland haben wir zum Beispiel NH Berlin Alexanderplatz, Berlin City Ost, Kurfürstendamm, Potsdamer Platz, Bingen, das sind Sachen. Dann haben wir in der Schweiz zum Beispiel Bern The Bristol, also alle NH-Hotels in den Regionen. Ich gehe jetzt nicht alle durch, ihr könnt selber schauen. Von der Promotion her kann man nur als Konklusion sagen, das ist eine okay Aktion, wenn man im Winter übernachten möchte. Ist auch eine gute Aktion, wenn man Punkte und Status wieder requalifizieren möchte. Ihr wisst ja, NH zählt als ein Hotel, egal welches. Da gibt es ja die zwei. Und extra jetzt übernachten würde ich nicht, aber mitnehmen ist immer eine gute Sache. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, zu abonnieren, zu Kanalmitgliedschaften und unterstützen, damit ich die Sendung wieder täglich machen kann. Ja? Danke, dass ihr heute dabei wart. Das Licht geht hier in der Villa Möcki Deluxe aus. Ihr seht, hinter mir die Sonne wird abgeschaltet. Premium ist halt teuer und wir haben hier kein Geld für Sonne mehr. Ist halt im Winter so. Bis morgen. Abspann. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Abspann. Ich habe das weggemacht, das Feld. Ist weg. Ist weg. Ist weg. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist der Abspann? Ich finde den Abspann nicht. Dafür wird die Sendung länger. Da ist es. Also, Abspann. Bis dann. Ciao. Jetzt. Tschüss. Thank you.